Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde hier von Miscreated. Ja, wir ziehen natürlich erstmal weiter. Ich habe mich tatsächlich eben innerlich dazu entschieden, den Weg dahin aufzunehmen. Weil, wenn wir jetzt geile Sachen finden... Warum sage ich immer geile Sachen momentan? Irgendwie ist alles geil gerade. Hauptsache nackt. Schöne Grüße. Nackt und eingeölt. Dann wüsstet ihr nicht warum. Ich könnte natürlich sagen, habe ich zwischendurch gefunden, könntet ihr hinnehmen. Aber ich finde das auch immer, wenn ich das bei anderen sehe, immer blöd. Dann weiß man nicht, was er gemacht hat. Warum bin ich nicht in das Teil da reingegangen? Na, egal. So. Und wenn ich mich 13 Stunden verlaufen habe, dann wisst ihr auch nicht warum. Und dann fehlen mir 13 Stunden Gameplay. Fand ich auch nicht so geil. Ich kann natürlich jetzt völlig auf dem Holzweg sein mit dem, wo ich hinlaufe. Ich habe nur eine Vermutung. Und der möchte ich jetzt gerne nachgehen. Schön, dass da gerade eine Lücke war. Finde ich gut. Ich weiß auch gar nicht, wie schnell hier bei Miscreated die Sachen despawnen. Oh geil, das fand ich jetzt ja passend. Mega geil platziert, guter Loopplatz. War ernst gemeint. So, und das finde ich auch sinnvoll, wenn in solchen Dingern hier dann noch ein Getränk oder sowas drin sind. Einige Spiele, da kann man ja Loot nicht normal finden. Da liegt der nie normal rum, sondern immer in irgendwelchen Containern. Finde ich auch nicht gut, nur in Containern. Macht aber tatsächlich öfter mal Sinn, so wie jetzt hier. Also es müsste halb-halb sein. Ich denke mir, das ist hier schon ganz gut. Ich würde ja auch ganz gerne mal mit euch das sterbende Licht spielen. Darf ich aber nicht. Nicht in Deutschland. Ich habe es jetzt extra auf Deutsch gesagt. Falls irgendwelche Fragen kommen, das Spiel ist halt indiziert. Kann man sich seine eigenen Gedanken machen. Jetzt mit dem Hinweis, wenn ich ein 15-jähriger Österreicher wäre, dürfte ich das Spiel spielen und auch ausstrahlen. Aber als ein über 18-jähriger Deutscher haben wir nicht das Recht, weil unsere Politik meint, das ist schlecht für uns. Genauso wie sie es damals schon gesagt haben, ganz früh, Jazz ist schlecht, Musik ist schlecht, bestimmte Musik. Ja. Jugendgefährdende Schriften und Bilder. Dazu sage ich nichts. Als die ersten, für unseren Maßstab heute Softpornos erschienen sind. Was da für ein Aufschrei war, das würde doch die ganze Jugend gefährden und kaputt machen und sowas. Heute lacht man darüber, wenn man sieht und denkt, ja, damit kriegst du heute niemand mehr hervorgelockt. Ja, das ist der Grund, warum wir zum Beispiel manche Spiele nicht spielen dürfen. Und ich finde es komisch, gerade im deutschsprachigen Raum mit auch fast gleicher Geschichte, das ist ja in Österreich tatsächlich so, große Teile der Geschichte sind ja tatsächlich zusammen, dass die immer noch mehr Rechte haben als wir. Und wir werden halt total bevormundet. Das ist das eigentliche Problem und das ist der Grund, warum ich euch dieses Spiel nicht zeigen darf. Also nicht das hier, das ist ja okay. Nehmen wir mal Command & Conquer 1. Das ist auf DOS-Grafik gewesen, das ist also keine wirklich geile Grafik. Aber in Deutschland durfte das Spiel original nicht erscheinen, weil Menschen damals ja auf Menschen geschossen haben, aufgrund dessen zwei Seiten, Nord und GDI. Ich habe ja auch Command & Conquer Renegade, da könnt ihr das Ganze aus der Ego-Perspektive sehen, als Ego-Shooter. Oder wie, also ähnlich wie hier die Perspektiven auch zu wechseln. Könnt ihr mal reingucken, dann wisst ihr, auf jeden Fall durfte dieses Spiel in der ersten Version nicht also erscheinen. Was habe ich denn da gefunden? Oh. Wegen des Blutes. Und da haben sie einfach einen Trick gemacht, da haben sie einfach das Blut schwarz gemacht, haben gesagt, das ist Öl und dann sind es Roboter gewesen und schon war es wieder erlaubt. So, das ist Deutschland, wie es leibt und lebt. Manche Sachen mag ja richtig sein, dass das nicht sofort für jeden frei zugänglich ist und auch für Jüngere, aber dass man nicht mal als Erwachsener das Recht hat, ein Spiel original oder so spielen zu dürfen, wie es erschienen ist. Mit solch Begründung, weil wir alle psychisch krank sind und keiner für sich selbst reden kann. Das ist ja. Haben aber viele ein Problem mit.
Und die Begründung, warum übrigens das Spiel verboten ist, liegt einfach daran, ich könnte jetzt hier mit so einer, zum Beispiel mit dem Rohr, was ich da gerade hatte, einen Zombie so hauen. Bam, und dann sieht das ja so echt aus, wenn ich den treffe. Ja, das ist der Grund gewesen, warum es verboten ist. Der Realismusgrad wäre denen zu hoch. Aber die haben das Spiel wahrscheinlich selbst nie gespielt, die haben sich Bilder davon angeguckt. Naja. Ist übrigens an der Stelle, wo die Zensur drauf ist, nicht verboten, das Spiel zu besitzen. Man darf nur keine Werbung für machen und man darf keine Bilder für zeigen. Und das ist ja, das ist... Und wenn ich ein Let's Play von machen würde, dann würden diese Bilder als Werbung gelten und dann würde ich dagegen verstoßen. Und deswegen mache ich es nicht. Deswegen zeige ich hier weder Bilder noch sonstiges, sondern ärgere mich einfach anhand dieses Beispiels darüber. Oh, einen frischen Apfel, geil, den esse ich jetzt mal direkt. Wie wir eben halt bevormundet werden in einer Unsinnigkeit sondergleichen. Wie gesagt, das Spiel, und das Spiel ist ja nun wirklich nicht brutal. Also ja, es ist brutal, aber es ist nicht so brutal, als wenn ich jetzt noch damit irgendjemanden wirklich hervorlocken könnte mit irgendetwas. Na gut, es würden sich schon einige angucken, weil das Spiel halt interessant ist. Aber sie gucken sich jetzt nicht an, weil es besonders brutal ist. Hat zwar seine Brutalität, aber nichts von dem, was wir nicht schon kennen. Jemanden mit einem Rohr, einen Zombie, den Kopf einschlagen, ist in meinen Augen nichts Neues. Und wir sehen ja nicht mal mehr wirklich aus wie richtige Menschen. Man ist deutlich erkennbar, dass das Zombies sind. Sieht jetzt nicht aus wie Oma von nebenan. Zumal das Spiel sowieso dann ab 18 ist. Wir reden jetzt nicht hier, dass die 12-Jährigen... Na gut, wenn es... Das ist ja wieder das Nächste. Es geht um 12-Jährige, könnten ihr trotzdem das Spiel spielen, auch wenn es nicht für diese geeignet ist. Denn wenn deren Eltern es zulassen, dass diese oder über Freunde an das Spiel kommen und das Spiel spielen, dann hindert sie sowieso keiner dran. Und die Jugend kriegt das doch heute hin, kann mir noch keiner erzählen. Als ihr jünger wart, ich kann mich noch erinnern, als ich jung war, kam gerade Terminator 1 raus. Und ich habe es trotzdem sehen können. Bin auch nicht hier zum Psycho mutiert oder sonstiges. Oh, haben wir alles? Nee, die Jeans, die müsste leer sein. Ja, ist sie. Ja, haben wir mal eine schickere Jeans. Da habe ich zum Beispiel Terminator 1 gesehen. Weil auch daran bin ich gekommen. Und bin ich jetzt irgendein Psycho geworden, der in der Gegend rumläuft oder so? Oder war das schlecht für mich? Nein. Kinder, oder was heißt Kinder? Na gut, ich nenne mal jetzt alles... Oh nee, das wäre gemein, diejenigen. Kinder und Jugendliche haben immer die Option, irgendwie an irgendetwas ranzukommen. Sich den Absperrung zu machen, das ist falsch. Man soll es denen natürlich auch nicht einfach machen. Ne? Das ist schwer, den machen für bestimmte Sachen, die sie nicht sehen sollten, ist okay. Und eigentlich ist es Teil der Eltern auch mit darauf zu achten, ob sie es sehen oder nicht. Beziehungsweise, wenn sie es sehen, dann eben halt sollten die Eltern das wissen, dass sie es gucken und nicht heimlich machen. Das finde ich noch viel wichtiger. Dass die Eltern zumindest eine Ahnung haben, inwieweit das ist. So ein Terminator 1 damals war ja schon ziemlich brutal, als für den, wie es rausgekommen ist. Ich war, glaube ich, keine Ahnung, wie alt ich da war. Jugendlicher im Bereich. Ich war auf jeden Fall ein Jugendlicher. Ich war kein Kind. Bei Kindern würde ich das auch schon ein bisschen krass finden. Naja, und es hat mir nicht geschadet. Auch, man denkt immer, oh, das ist so schlecht für die. Aber auch ein Jugendlicher, gerade Jugendliche, ne, die in der Pubertät sind oder sowas, die haben schon, die können das schon unterscheiden, ob das, wenn das heißt, das ist eine Maschine, ob das eine Maschine ist oder nicht, auch wenn sie menschlich aussieht. Und auch wenn Menschen sterben. Jetzt finde ich ja noch, was ich jetzt richtig pervers finde, sind Nachrichten an der Stelle. Ich finde, Nachrichten sollten verboten werden, wenn es darum geht, dass Menschen und Jugendliche und nicht sehen sollten, was mit anderen Menschen passiert. Und ich finde auch, echte Zehen sehen immer schlimmer aus als jeder Film. Ich habe noch nie einen Film gesehen, in dem, egal wie hoch die Brutalität ist, selbst wenn wir mal Saw nehmen. Und ich finde, Saw ist nichts für Menschen unter 18 Jahren. Aber selbst in Saw ist das
das Maß an Gewalt, was dort gezeigt wird, nicht so realistisch wie die Realität selbst, auch wenn die Realität deutlich... deutlich abgemilderter ist von der Strenge, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich finde die Realität schlimmer. Da müsste man eigentlich Nachrichten verbieten, weil diese auch in der Psyche weiß man, das ist kein Film und nichts, das ist nichts Gestelltes, sondern das ist echt, was man da sieht. Habe ich jetzt zwei Batterien? Nee, das eine ist ja... Ach, scheiße, ich würde das nie wiederfinden. Ach, kacke, ich hätte mir mal... Ach, ich habe mich jetzt so reingeredet hier mit euch in dieses Thema, dass ich ja querfeldbeet eingelaufen bin, anstatt auf der Straße zu bleiben. Jetzt habe ich natürlich den Benzinkanister. Naja, falls wir da nochmal vorbeikommen. Das war natürlich der eigentliche Sinn. Ich wusste, dass ich die Sachen neu finde. Und dementsprechend dachte ich mir, ah, wenn ich die neu finde, kann ich die da ablegen und finde die einfach hier, wie gesagt, neu. Und dann, wenn ich wieder vorbeikomme, ist alles wieder gut. Ich kann auch zwei Autobatterien mitnehmen. Als geiler Typ kann ich dann hier so einen, ne, verstärkten Stromkreis bilden. In Reihe schalten. Oder die Batterien einfach parallel schalten und dafür länger leben lassen. Hä, wovon redet der? Was ist parallel? Ich möchte die Angel haben. Angel! Ich hole die mir jetzt. Angel! Okay, ich hole sie mir nicht. Scheiß Fernseher! Bildungsauftrag! Guckt eigentlich einer von euch noch Fernsehen? Ich gucke ja zugegebenermaßen so gut wie gar kein Fernsehen mehr. Was angefangen hat, warum ich kein Fernsehen mehr gucke, ist übrigens die vielen Wiederholungen. Entweder ist das, was sie zeigen, scheiße, oder es wird viel wiederholt. Es gibt einen Sender, und den empfehle ich jetzt einfach mal hier als, naja, nebenbei. Das ist D-Max. D-Max finde ich geil. Nicht alles, was sie zeigen, auf gar keinen Fall. Die zeigen auch viel Schrott. Aber das ist einer der wenigen Sender, die ich tatsächlich noch gucken kann. Mit Sachen, die einen auch etwas beibringen zum Teil. Oder unterhaltsam sind. D-Max finde ich gut. Na gut, D-Max selbst sagt ja auch, es ist ein Sender von Männer für Sender. So betiteln die sich ja. Los. Fahren. Fahren. Kann ich nicht. Auch nicht, wenn ich einen Reifen nehme. Ich baue, glaube ich, jetzt überall mal so einen Teil der Fahrzeuge zusammen. Warum? Weil ich Bock zu habe. Weil ich es kann. So. Stehen hier überall angefangene, zusammengebaute Fahrzeuge. Die nach dem Serverneustart ja auch leider weg sind. Seht ihr, und dadurch, dass ich mich hier verlaufen habe, ist es ganz gut, dass ich die Aufnahme hier gestartet habe. Ins welcher hier, sonst hätte ich ja 10 Tage spielen können, bevor ich jetzt wieder zurückgefunden hätte. Ohne eine Aufnahme zu machen, das kann ich mir halt leider nicht erlauben. Dafür habe ich einfach zu viele Spiele, dafür, dass ich das, wie gesagt, nicht beruflich mache. Dafür habe ich zu wenig Abonnenten, zu wenig Klicks und zu wenig aktive Kommentatoren. Mit Kommentatoren meinte ich euch. Das ist kein Vorwurf. Wer keinen nicht schreiben will, der soll ja auch nicht schreiben. Ich meine, das mache ich ja wirklich freizeittechnisch rein zur Unterhaltung eurerseits. Dass ihr mir hier beim Spielen zugucken könnt. Ich finde es cool, hier so im Tal rumzulaufen. Und wenn es dann anfängt zu regnen, musste man hier so ein kleiner Bach kommen und dann müsste man langsam zur Seite gehen, und dass hier so ein Fluss entsteht. Das würde ich geil finden. Das wär auch wieder ein bisschen realistischer. Und ich habe auch schon gesagt, und vielleicht machen die es aber miscreated früher als bei DayZ, das glaube ich, oh geil. Daraus kann man noch irgendwas machen, aus den Pilzen. Das habe ich noch in Erinnerung. Leuchtende Healing-Pilze, ja, das ist immer gut, Pilze einzusammeln, die in der Gegend rot leuchten. Alter, das wisst ihr, was mir wirklich Angst macht? Der da in der Ecke. Dieser Kackgnome. Der macht mir Angst.
Das ist ein richtiger Psycho. Wozu gibt es hier eine Rampe, um raufzukommen? Was sich die Entwickler da gedacht haben. Ach nein. Okay, mich jagt da nicht. Wahrscheinlich wieder irgendein scheiß Rie. Na gut, sind wir in dieser netten Stadt angekommen. Die heißt mich aber nicht nett willkommen mit dem scheiß Mutanten. Du bist scheiße. Sonne scheiße, Sonne strahlt mir gerade voll ins Gesicht. Ich muss mal die Rollos runter, also die, ne, zumachen. Was für ein Tag. Ich werde alt. Alter Mann. Muss ich hier bewegen. In meiner Jugend war das alles nicht so schwer. Komischerweise, die meisten alten Menschen, die ich kenne, reden nicht so. Dieses Jahr früher war alles andere, weil das sind so einzelne Sprüche, die man kennt. Aber so auf der Straße, die reden nicht. Die alten Menschen, die wirklich alten, habe ich mir aufgefallen, die sind tatsächlich eigentlich eher unfreundlich und unhöflich und fahren einen mit den Karren in die Hacken und sagen nicht mal Entschuldigung. Schimpfen über Kassierer, wenn die zu langsam sind, als ob die gerade auf der Flucht wären, gerade die, die alle Zeit der Welt haben. Also, es gibt halt solche und solche, ne? Aber tatsächlich ist mir aufgefallen, dass der Großteil der deutlich älteren Menschen total unfreundlich und unhöflich ist. Das, was sie selbst verlangen von anderen, können sie selbst nicht einhalten. Oh Gott, was wechsle ich hier schon wieder so ein Thema? Heute sind wir wieder beim Themenwechsel. Ein Hammer. Ich wollte gerade sagen, was? Was? Brauche ich den Hammer? Brauche ich ihn? Noch ein Hammer? Ich mag den Hammer nicht. Ich mag auch Hello Kitty nicht. Aber Hello Kitty ist auch schon ein bisschen mutiert. Und für alle Hello Kitty Fans, nein, Hello Kitty finde ich voll toll. So, weiter. Kann ich eine Ratte mitnehmen und mir das Ding zur Haustier machen? Ach, das Deutsch heute, das leidet bei mir aber richtig. Da drüben ist Fred. Fred Feuerstein. Ich habe aber keinen Bock auf Fred. Hallo. Ich steche mit meinem komischen Arm auf dich ein. Darf ich durch? Ich bin Arzt. Lass mich durch. Zündkerzen. Nice. Oh, wir sind ja schon ziemlich voll, sehe ich hier gerade. Aber wir müssen sowieso was trinken. Flup. So. Ich dachte... In Crafting. Und wo kann ich den Crafting... Bringt ja nur hier was von der Kategorie. In Kleidung bringt es nichts, in Sand bringt es nichts, in Strukturen bringt es nichts, in Waffen bringt es nichts. Und hier kann ich es nicht craften. Wahrscheinlich muss ich erstmal ein Rezept dafür finden, was ich total blöd finde. Finde ich total albern. Ach, die Kantinen. Ich wundere mich, ich sehe mal den Text. Aber zack, Nutella. Nochmal Rex, Bandagen, was sage ich denn schon? Rex, genau. Das ist ein Rex. Ich esse die jetzt mal. Yeah. Nee, so einen blöden Cowboy-Hut will ich nicht.
Also wir hatten das auch schon hier bei Miscreated, da waren locker der Server voll. Und jetzt irgendwie... Sehr schade an der Sache. Sehr schade. Ja, halt die Schnauze. Ich habe keine Handschuhe, ne? Jetzt habe ich Handschuhe. Oh, ich bin voll Black. Man in Black. Wer möchte in meinen Zauberstab gucken, der vergisst alles. Auch das hört sich extremst falsch an. Ja, guten Reifen kann ich nicht tragen. Warum auch? Das Problem ist, dass mein Typ so ein Lappen ist, müsst ihr euch vorstellen. Und wenn er dann tatsächlich mal ein bisschen mehr tragen sollte als 40 Kilo, wobei das echt viel ist, aber naja, dann wird er zusammenbrechen. Und deswegen sagt er von Anfang an, nein, mache ich nicht. Er ließ sich cool aus. Es wird auch schon ganz schön dunkel hier, ne? Dann passt das ja ganz gut mit der Aufnahme. Dann gehe ich jetzt noch da drüben in dieses rot leuchtende Haus. Also von außen blau, innen drin rot. Und werde dann hier auch tatsächlich meine Aufnahme beenden. Gucken wir aber natürlich vorher noch, was wir hier noch so finden Schönes. Vielleicht finde ich hier einen Polizeischlagknüppel, den ich nicht möchte. Kann ja sein, weiß ich nicht. Oder eine blöde blaue Jeans, die ich nicht brauche. Könnte alles drin sein, ne? Man weiß das nicht. Und dann würde ich sagen, logge ich mich hier einfach mal aus und sage danke, dass ihr zugeguckt habt und beende tatsächlich jetzt hier diese Aufnahmesession. Ich werde es nicht schaffen bis zum Airfield. Bis dahin ist die Leiche despawned. Machen wir uns nichts vor, solange wird die nicht da sein. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Auch mit meinen, weswegen ich wirklich am Rad drehe, Folgen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier von Miscreated wieder. Ich denke mal, ich werde mich jetzt schwerpunkttechnischer eher auf eine Base bauen konzentrieren, aufgrund der wenigen Gegner. Und würde mich freuen, wenn da ein oder andere nicht nur meine Fragen, die ich stelle, kommentieren könnte, sondern mir auch sagen könnte, wie kriege ich Metallschrott? Tja. Sage ich auf jeden Fall danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.